Willkommen in den Katakomben von Kerzenburg. Wir haben die in der letzten Folge schön durchsucht, auch ein bisschen was geplündert, düster Schrecken verhauen, einen Doppelgänger verhauen und jetzt geht's hier raus und wir schauen mal, wo uns der Weg jetzt hinführt. Womit kann ich dienen? Kommt wieder ein Doppelgänger, oder? Ein Treppin. Ihr habt eine Sache vergiftet und dann denken, dass ich diese Burg in Händen wie den Euret lassen würden. Harr, Menschlein. Wieso machen Sie sich überhaupt die Mühe, sich hier in der Maskierung von Treppin oder allgemein den Bürgern von Kerzenburg herumzulaufen, wenn sie uns sowieso immer gleich angreifen? Macht ja irgendwie wenig Sinn, oder? Macht irgendwie wenig Sinn. Dürfte nie so schwer sein. Das nochmal Katakomben jetzt? Okay, also offenbar sind die Katakomben unter Kerzenburg etwas größer. Ich brauche einen Schluck starkes Wernbier. Oh, ein neuer Charakter? Arcanis, bei allen Göttern, dieses Ding war der junge Treppin. Was geht hier vor, Tollwus? Obe hat uns gebeten, euch hier zu suchen, aber das ist übler als seine furchterregendsten Illusionen. Das ist eine lange Geschichte, Arcanis. Bitte, ihr müsst mir hier heraushelfen und zwar schnell. Kann ich euch vertrauen? Mir konnt ihr vertrauen, Kind, und Dede auch. Ich weiß nicht, inwieweit wir euch helfen können, aber wir haben vier starke Arme und einen guten Blick für Illusionen. Wir begleiten euch bis zum Ende der Gewölbegänge, aber nicht weiter. Wir müssen das Zeugnis über die Schrecken ablegen, von denen dieser Ort heimgesucht wird. Laufen die jetzt einfach mit uns, oder? Oh, okay, also das sind einfach so Begleiter. Können wir nochmal mit dir sprechen? Ne. So, wir gehen erstmal wieder am äußersten Rand entlang. Nur zur Sicherheit. Riesige Gewölbe hier. Oh, da ist noch mal einer. Rivor, Spionverräter, kämpft doch für die Ratten, dreht euer Fähnchen schön im Wind. Schön im Wind. Wir haben einen Namen für solche wie euch, Rattenbastard. Jawohl, Rattenbastard. Und bisher habe ich die noch alle eigenhändig gehängt. Ist auch toll, hier jetzt mit einer Achtergruppe quasi herumzulaufen. So, hier ist nichts. Einfach nur ein Aufenthaltsraum, wahrscheinlich ein Raum, wo man trauern kann, vielleicht um die Toten. Aber vielleicht sind wir hier auch in den Katakomben der Bank, wo man sich dann an den Goldbahn ergötzen kann. Parta, ich soll euch trösten. Ach, ich zeig euch einen süßen und leisen Trost, wenn ihr mich nur lasst. Nichts nutz. Wie schnell die aber auch sterben, ne? Die können gar nicht erst ausholen mit der Waffe. Da sind sie auch schon tot. So schnell geht das. Sieht mir aus, als würden hier drinnen irgendwelche... Oh, ein Skelett. Als würden hier drinnen irgendwelche... Heißt das, fällt mir das deutsche Wort nicht ein. Spikes? Stacheln. Stacheln aus dem Boden kommen. So sieht das aktuell aus hier. Okay, wir müssen uns erstmal um die hier alle kümmern. Ich lauf jetzt mal rein. Sind alle hier offenbar. Da hätten wir jetzt auch schön einen schönen Flammenball hier reinhauen können. Wenn ich das vorher gewusst hätte, dann hätten wir das so machen können. Sollen wir die normalen Pfeile noch mitnehmen? Ich glaube, dass er hat sowieso noch normale Pfeile hier. Für die Imoen. Hat sich der Tollfuß auch noch welche? Nee. Er hat noch welche hier drin. Plus 1 Pfeile. Also offenbar gibt es hier nur reguläre Pfeile. Bringt uns jetzt eigentlich nicht wirklich viel. Und hier unten auch noch welche? Ja. Alles klar. Dann schauen wir hier oben noch. Also der Boden ist offenbar nur ein ganz seltsam gefliester Boden, der uns aber nichts tut. Man muss ja da schon immer ein bisschen vorsichtig sein.
Man hat ja da auch irgendwann mal ein bisschen Erfahrung angesammelt. Gerade bei solchen Böden hier. Es sieht halt so aus. Bolzen solltet ihr holen. Stattdessen hätte ich euch wohl besser meine Stiefel sauber lecken lassen. Stück Fleisch. Bleib er stehen und lauf er nicht davon. Elender Doppelgänger. Aber nichts zu plündern jetzt hier. Alles relativ aufgeräumt und offenbar sehr leer. Wir gehen natürlich noch in die andere Seite rüber. Hier geht es wahrscheinlich weiter. Da ist noch ein Raum. Da ist echt in jedem Raum so ein Doppelgänger jetzt drin. Karan, unverschämtes Balk! Ich lehrte euch, versuchte euch Weisheit beizubringen, aber die Mühe hätte ich mir sparen können. Genauso könnte ich Mitgefühl von einem Zehnt verlangen. Ihr seid ein Nichtskind und werdet bald noch weniger sein. Wieso sagen die immer Z? Sind die ein Sprachfehler oder sind die Abstammung, ist die Abstammung von Schlangen? Wieso sagen sie Z? Oder ist es einfach nur ein verächtliches Z? So wie man so quasi so Pfff macht. Man wird es wohl nie erfahren. Oh, da ist sogar eine Falle. Kann die Imo noch schnell entschärfen. Denn ich verschwinde während jetzt. Wir uns um den Doppelgänger kümmern. Ihr habt Hulz Spezialelixier gestohlen und dann an die Kühe verfüttert. Ihr werdet den Tag doch bereuen, an dem ihr mich getroffen habt. Tollfuß. Ja. Spürt meine Tod. Dürfte nie so schwer sein. Also in jedem Raum ein bekanntes Gesicht. Das heißt aber für mich, ja, wobei die müssen jetzt nicht zwingend tot sein, ne? Ich glaube mich entsinnen zu können, dass Doppelgänger, ich glaube, sobald die jemanden sehen, können die quasi ihre Gestalt annehmen. Die müssen die nicht extra töten. Aber ganz sicher bin ich mir jetzt nicht. Ich hoffe einfach mal, dass die nicht alle tot sind jetzt. Die Yondala. Dachtet wohl, ihr könntet mich überlisten. Was? Versucht's doch, Hohlkopf. Dann sehen wir, wer von uns heil davonkommt. Sprach's und starb. Mal eine Falle, sehr schön. Ein paar Erfahrungspunkte, schade nicht. Wir haben jetzt alles untersucht erstmal, ne? Aber wir waren... Ne, Moment, das geht natürlich nicht. Wir müssen natürlich auch hier reinlaufen. Ah, guckt euch das an. Da hätte ich schon was übersehen jetzt hier. Genau im letzten Raum hätte ich den Raum, wo es was gäbe, den hätte ich jetzt übersehen. Kommen wir denn da hin? Magiebannen. Das hat uns noch gefehlt in der Sammlung. Diese Shift-Formel. Diese Zauberformel. So. Dann geht's hier vorne raus. Irgendwo muss doch jetzt mal ein Oberboss kommen hier. Man kann doch nicht so Katakomben haben mit Gegnern und dann kommt kein Oberboss, der uns am Verlassen dieser Katakomben hindert. Rein dramaturgisch laufen wir überfallen und müssen dann... Oh, okay, ich bin jetzt noch nicht bereit für einen Endkampf, weil jetzt gerade die Imoin angeschossen wurde. Der Elminister, Elminster, ich sage mal Elminister. Tollfuß, hört sofort mit diesem Unfug auf, Kind. Ich bitte euch, ihr habt diese Hallen mit dem Blut Unschuldiger getränkt und ich kann das nicht länger durchgehen lassen. Okay, also auch ein Doppelgänger. Ach, ist das der Grind hier? Ah. Euer Begleiter trägt das Gesicht meines Stiefvaters und ich weiß, dass er tot ist. Wach auf, mein Mündel. Wach auf und bestehe die schrecklichen Prüfungen, die dir bevorstehen. Ist schon gut, Tollfuß, alles in Ordnung. Ich bin in der Nacht damals nicht umgekommen. Die Klinge, die mich deiner Meinung nach tötete, war mit einem magischen Gift behandelt. So habe ich eine lebende Seele und einen lebendigen Geist gefangen in einem Körper weitergelebt, der aussah, als ob er tot wäre. Der Mann, den du in jener Nacht gesehen hast, wird Sarevok genannt. Seit 3 Tagen befindet er sich unter dem Alias Kuferas in der Burg.
Tetruil hielt ein Auge auf ihn, aber in unserer Einfalt dachten wir nicht, dass er Verbündete hätte. Bitte, mein Kind, ich habe dich zu sehr in mein Herz geschlossen, als dass ich dich jetzt verlieren wollte. Das glaube ich nicht. Sei gegrüßt, junger Mensch. Ach, da ist der Tetruil. Ellen Minster und ich hatten diese Vermutung schon eine ganze Weile. Als Sarivuk nun endlich seinen Bau verließ, konnte Ellen Minster euren Ziehvater suchen und ihn in Sicherheit bringen. Vergebt mir, Tollfuß, ich hätte euch früher davon erzählen sollen, aber eure Hoffnung schüren und sie anschließend wieder in Stücke bersten sehen, das hätte selbst ich, alter Knochen, nicht übers Herz gebracht. Ich glaub euch kein Wort. Bitte, Kind, steckt die Waffen ein und eure Wut ebenso, kommt mit uns und wir bringen euch endlich in Sicherheit. Das ist doch Quatsch, oder? Führt mich von diesem Schreckensort, damit ich einen sanfteren Augenblick an der Seite meines Stiefvaters verbringe. Das hört sich schon so an, als würden wir um den Tod betteln. Ich kenne euch, Spiegelwesen. Ihr seid genauso wenig Ellen Minster wie ich, Drist Durden. Nein, Drist seid ihr nicht, Gott sei gedankt. Und was diese alte, etwas durcheinander geratene Statur angeht, würdet ihr euch etwas erlauben? Etwa erlauben zu denken, dass ich diese von irgendjemandem ohne ausdrückliche Genehmigung duplizieren ließe? Ich habe das Urheberrecht darauf, müsst ihr wissen. Bitte was? Kommt, arme Seele, lassen wir die Dunkelheit hinter uns und kämpfen wir uns zum Licht vor. Wir drei werden euch geleiten. Nee, ich glaube euch das nicht. Wischt solche Worte des Lichts von euren befleckten Zähnen, Wesen der Finsternis. Ich töte euch in all euren trügerischen Formen. Menschlein, werdet wahnsinnig, wenn ihr wollt, und fühlt unsere Klauen auf eurem Verstand. Na, da hatte ich ja doch recht. Ich war mir zwischenzeitlich mal kurz nicht sicher. Vielleicht ist es. Aber wenn man einmal den Weg eingeschlagen hat, okay. Wenn man einmal den Weg eingeschlagen hat, dann muss man auch dazu stehen jetzt. Wir hatten ein bisschen Glück jetzt, mit den Nera vor allem. Und werden uns gleich noch hier ein bisschen ausruhen. Der Helm, ein ganz normaler Helm, den brauchen wir nicht mehr. Unsichtbarkeit Jazar. Jazar ist ein ganz normales Teil zu verkaufen, oder? Kristallform, ja. So, wir werden uns jetzt mal kurz ausruhen. Ich würde mich gern komplett ausruhen, also dass wir auch wieder alle Zauberkräfte haben. Was ist das denn? Pfeil des Zauberbruchs. Wirkt bei jedem Treffer Magiebannen. Sehr schön. Oh, da haben wir 53. Ich freue mich über einen tollen Pfeil und dann haben wir 53 im Inventar. Okay. Wir gucken mal hier rein. Hier ist niemand. Hier unten. Oh, doch. Wittrop ist da. Der ist auch verhext, oder? Der Wittrop ist doch auch verhext. Habt wohl euren Sinn für Humor verloren, was? Ja, mir ist zu Ohren gekommen, dass ihr allen erzählt habt, dass der olle Wintrop ab und zu mal Sehnsucht nach einem Elfenhintern hat. Hey, kommt her, Schnuckiputzi, werdet bald an was anderes denken. Weil er ja immer hier das mit dem Elfenpopo sagt, ne? Steht natürlich die Nera wieder vorne dran. Hier ist niemand. Durchschnetzeln hier. Wie durch Butter aktuell. So gut wie euch.
nicht. So, hier ist nichts mehr. Wie weit geht das noch hier runter? Da sind nochmal zwei Doppelgänger. Jetzt gibt's gleich mehr Schmerz auf der Rebe. Wir haben hier alles. Alles durchsucht, ja. Okay, jetzt sieht es ein bisschen anders aus. Oh Gott, ich hasse solche engen Gänge hier. Wer seid ihr? Ich habe Sarivok erwartet. Nicht irgendein Gesindel. Pratt. Wir gehören zu Sarivok. Wir sollen euch helfen. Wir versuchen mal, ihn auszutricksen. Versucht mich nicht anzulügen. Ihr seid doch Tollfuß, stimmt's? Die uns alle kennen, ne? Ohne Internet wissen die trotzdem, wer wir sind, wie wir ausschauen. Dass sie das immer gleich erkennen. Weiß nicht, wie ihr aus dem Gefängnis raus seid, ist mir aber auch egal. Wollt Sarivoks Pläne durcheinander bringen, da werdet ihr nicht viel Erfolg mit haben. Denn an mir oder meinen Jungs kommt ihr nicht vorbei. Glaubt nicht, dass Sarivok freuen würde, wenn ihr auftaucht und seine Pläne für Baldurs Tor zunichte macht. Los Jungs, wir machen kurzen Prozess. Nur nicht so hastig. Wir stellen uns mal hier rein. Er hat unsichtbar hat er jetzt gewirkt. Wir warten mal ab, vielleicht kommt er hochgelaufen jetzt. Oder auch nicht. Dürfte nie so schwer sein. Hallo, Herr Verbrecher. Na? So, der erste kommt schon mal hoch. Ach, der schmeißt was. Ein Fernkämpfer, ein böser, böser Fernkämpfer. Der Bohr. Selbst der, ne? Selbst der wird unseren Klingen nicht auskommen hier. Auch er wird verhauen. Und zwar auf übelste Art und Weise. Gevierteilt. Mit Tropfen. Wurfpfeil lasse ich mal hier. Da kommt der Sarkul. Der kommt nicht zum Zaubern, weil er schon zerfetzt ist. Boah, guck dir das an hier. Was der an Zauberdinger hat. Wir werden hier echt zugeschmissen mit diesen Schiffrollen. Ich fürchte, wir haben bald wieder mal keinen Platz mehr in unserem Behälter hier drin. Dann müssen wir wieder neu aussortieren. Was ist das denn? Gespensterform? Diesen Zauber verliert der Anwender mitsamt seiner Ausrüstung jede feste Konstitution, Konsistenz, nicht Konstitution. Er kann nur durch magische oder besondere Angriffe getroffen werden. Ja. So, brauchen wir noch was? Trank der Stärke. Ja, nehmen wir mal mit. Vielleicht dann für den Kuran oder so. So, da ist der Tam. Na gut, dann entscheiden wir uns mal für eine Richtung. Ablaufen würde ich ja ganz gern wieder alles. Aber die engen Gänge mal wieder, ne? Das ist das Problem immer. Dann wäre eine schöne Spinne. Oh, ganz schlecht. Warte mal eben, bis sich die Phasenspinne hierher teleportiert, genau.
Wo auch immer mich das Schicksal hinbringt. So gut wie erledigt. Ach, da ist er hier drin, Mensch. Ach, Mann. Natürlich jetzt ein bisschen doof. Mit dieser Falle auch noch. Wir müssen hier drin auf alle Fälle gleich mal rasten. So, alle mal hier rein. Dann noch kurz looten. Oh, der hatte sogar einen Brief mit dabei. Wurfbeil plus 2. Kehrt sofort zum Werfer zurück. Okay. Das heißt, das geht auch nicht verloren offenbar. Naja, wir sind zu alt, um jetzt noch Waffen zu wechseln. Würde ich mal meinen. Sollen wir mal wechseln von Conda wegwechseln? 2W1. Ach nee, Gestaltwandler, ne? Das war ja das, wieso wir hier... Das passt schon. Gestaltwandler-Waffe ist okay. Jetzt momentan. Später würde ich dann schon ganz gern wieder auf meine Axt wechseln. So, und wir haben einen Brief gefunden, ne? Pratt. Die Fäden meiner Pläne sind zu meiner größten Zufriedenheit zusammengelaufen. Die Person, die mich auf Schritt und Tritt belästigt hat, ist nun hinter Schloss und Riegel angeklagt. Des Mordes an Rielta, Brunus und Taldorn. Findet möglichst viel über das Schicksal von Tollfuß heraus und trefft mich dann in Baldus Tor. Entschuldigt, dass ich euch hier allein gelassen habe, aber ich musste in die Stadt zurückkehren, um Rieltas Stellung als Anführer zu übernehmen. Wenn keine Schwierigkeiten auftreten, werde ich in wenigen Wochen Großherzog sein. Saribok. Schuft, elender Schuft, sage ich da nur. Einmal kurz rasten. Könnt ihr nicht? So gut wie erledigt. Oh, ist jemand vergiftet? Der B-Load ist vergiftet. Wir müssten ja eigentlich noch ganz viele dieser Anti-Gift-Tränke haben, ne? Wir müssen noch ganz viel haben. Wir gucken mal in unser wunderbares Täschchen. 32 Stück. Passt. Ich nehme mal ein paar raus. So. Und gib die ihm hier, unserem Heiler. Was machen wir denn mit dir jetzt, Mensch? Heil dich mal ein bisschen. Das irgendwas gebracht jetzt beim Payload? Oder darf man den Payload nicht mit? Oh, oder da. Ich probiere es nochmal. Oh, doch. So. Dann müssen wir nämlich nicht gleich nochmal rasten. Er läuft auch schon wieder vorne weg. Ah, diese engen Gänge immer. Okay, das sieht nach einem Basilisken aus hier unten. Yep. Rückzug. Und zwar schnell jetzt. Wir ziehen uns mal hier zurück. Und der Tollfuß muss mal wieder vorne weglaufen dann. So. Wer hatte denn jetzt hier die entsprechende, den entsprechenden Schutzzauber? Ja. Wir sind ja wunderbar ausgerüstet. Haben alles mit dabei. Tollfuß vorne weg. Die anderen hinten nach. Wenn man mich das Schicksal hinbringt. So gut wie erledigt. Auch noch ein höherer Basilisk. Oh, zwei Stück gleich. Was machen wir denn da? Wir bringen euch mal hier vor. Große Schönheit. Und die Fernkämpfer sollen hier mitkämpfen. Was wollt ihr denn? Aber die Nahkämpfer, die bleiben erstmal hier oben. Nein, wieso läuft denn der Jesnik jetzt hier hoch? Das ist doch... Jetzt gibt's keine
Wahrscheinlich könnten wir jetzt schon rein, weil er jetzt nicht mehr spuckt. Habe ich das Gefühl. So. Wir laufen nochmal mit dem Tollfuß erst hier runter. Wer weiß, ob hier nicht noch irgendwo einer steckt. Oh, da ist nochmal jemand. Ist aber ein guter, oder? Diarmid. Wird auch Zeit, dass ihr euch hier blicken lässt. Pratt. Pratt stimmt doch, oder? Ich muss euch ja wohl nicht erklären, dass wir Sarevok besser nicht warten lassen sollten. Er hatte doch hoffentlich keinen Ärger da drin. Er sagte, dass die Mönche darauf reingefallen sind und Tollfuß hinter Schloss und Riegel sitzt. Deswegen hat er den oberen Weg aus der Feste genommen, anstatt euch in der Krypta zu treffen. Wir müssen uns wirklich beeilen, um ihn einzuholen. Ja, Pratt, das bin ich. Warum sollte ich nochmal in der Krypta warten? Warum? Hat Sarevok euch denn nichts gesagt? Vielleicht hat er das ja nicht. Er hat so eine Neigung, Informationen nur weiterzugeben, wenn es sein muss. Jetzt ist es aber auch egal. Die Mönche der Feste sind davon überzeugt, dass Tollfuß die Anführer des Eisenthrons ohne Grund ermordet hat. Tollfuß ist hinter Gittern und bis alle zum Prozess in Baldur's Tor ankommen, hat Sarevok die Stadt bereits unter Kontrolle. Er kann dann allein über das Schicksal von Tollfuß entscheiden. Er braucht den Fluchtweg des Chefs nun doch nicht freizuhalten. Alles lief nach Plan. Sollen wir gehen? Ja, wenn ich jetzt mitgehe, wir werden was mal kurz wählen hier. Wenn ich jetzt mitgehe, oh, wir sind schon bei 27 Minuten, ich habe wieder alles verpasst. Dann weiß ich nicht, ob wir direkt nach Baldur's Tor kommen. Ich würde gern das hier unten noch komplett erkundschaften. Das war nie der Plan. Ah, okay. Sarevok würde sich nicht die Hände an den schmutzig machen, die er nicht für würdig erachtet, und ihm persönlich umgebracht zu werden. Damit Tollfuß und seine Gruppe angeklagt werden konnten, sollten sie entweder von Doppelgängern dargestellt oder dazu verleitet werden, Rielta und die anderen ohne Provokation anzugreifen. Ihr solltet das aber wissen. Ihr seid gar nicht platt? Oh Mann, so ein Mist. Kleiner Fehler meinerseits, was? Macht nichts. Das meiste ist ja nach Plan gelaufen. Ihr seht es mir doch nach, wenn ich jetzt gehen muss, oder? Tschüss. Okay, dann soll er weglaufen. Er ist es nicht wert, dass wir ihm hinterherlaufen. Wir machen mal kurz hier unten Pause und werden den Rest hier noch erkunden. Wird nicht mehr so viel sein. Und offenbar ist hier unten dann der Ausgang. Dann geht es wahrscheinlich Richtung Baldur's Tor.